Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir brachen ganz schnell das Inventar leer und dann geht's wieder zurück ins Gebirge. Und weiter Erz sammeln und alles drum und dran. Eigentlich wäre es dumm, das jetzt in die Kiste zu packen. Wie sieht's hier aus? Rübensaat gesund, Rübe gesund, perfekt. Wir können es doch eigentlich auch direkt hier reinschmeißen. Die 11 Kohle, mal gucken, ob es ausreicht. Was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Stein, komm, das packen wir schnell hier mit rein. Dann können wir auch etwas schneller wieder zurück. Die ganzen Kisten müssen wir natürlich früher oder später auch nochmal abbauen. Nee, nicht Schlange, Gebirge. Ein Schilder wollte ich ja auch schon längst mal dranhängen. Das machen wir jetzt auch demnächst. Dass ich nicht jedes Mal doof rumsuchen muss, welches Portal denn gerade das Richtige ist. So, die Silberader hier war finito. Bam. Das heißt, wir können. Oder? Ist das noch. Nein, das ist noch Silber. Entschuldigung. Das lassen wir natürlich nicht hier rumliegen. Wahnsinn, wie viel aus dem kleinen bisschen jetzt schon wieder rausgesprungen ist. Schaut mal, 4 Stück haben wir gerade in die Schmelzöfen gepackt. Die kriegen wir bestimmt auch nochmal 2, 3 raus. Dann haben wir schon wieder 7. Guck mal, das waren 2 gleich. Perfekt. Wir kommen unserem guten Stuff immer näher. So, wie sieht's aus? 6 Stück. 6 Stück jetzt sogar schon. Ah, shit. Hau doch ab. Zum Glück kündigt er sich immer so ein bisschen mit so einem Schrei an. Bräuchte halt bloß noch Ausdauer, sonst kann ich nicht so viel machen. So, jetzt komm mal her, mein Freund. Bam. Ach, shit. Bam. Jetzt aber. Aber ich weiß nicht mit... Doch, der hat Vergiftung. Jetzt sehe ich es gerade. Ich fände es irgendwie cool, dass wenn der Gegner vergiftet ist oder so, vielleicht sein Lebensbalken grün wird für die Zeit, dass man das richtig erkennt. Man hat es jetzt gesehen, ein bisschen Schaden hat es ihm auf Dauer gemacht. Aber das wäre natürlich nochmal ein bisschen schöner. So. Immer noch Silber. Mal gucken, vielleicht geht das ja hier noch richtig weit in den Berg rein. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, wir sind eigentlich fertig. Haben wir hier Stein? Oder an was klopft er sich gerade kaputt? Jupp, das war Stein. So, wir zoomen mal rein. Ich glaube, hier ist zu Ende. Arm. Na, ein bisschen tiefer geht's noch anscheinend. Ach Leute, ich bin echt so froh, dass wir endlich unser Zeug wieder haben und unserer gewohnten Arbeit wieder nachgehen können. Wir müssen mal gucken, war halt echt ärgerlich mit dem Langschiff. Wir hatten das gefühlt, ich weiß gar nicht, eine Folge oder so. Hat's überlebt. Es war eigentlich ein verdammt geiles Schiff. Ich freue mich auch riesig drauf, wieder eins zu besitzen. Wir sind schon wieder voll, ne? Ach, das ist echt Wahnsinn. Wie schnell das jedes Mal geht mit dem Silber. Aber schaut mal, 12 Silber schon wieder. Besser kann es kaum laufen. Wie viel muss man weglegen? Das müssen doch bestimmt bloß 3, 4 Steine sein, ne? Ah, ein Stein noch. So, perfekt. Und zack, das waren einfach mal schon wieder 12 Silber. Ich finde das so mega geil, wie schnell das geht. Waren ja, glaube ich, plus 10 Silber pro Upgrade, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Heißt, mit den 12 und den 4 haben wir schon wieder 1,5 Upgrades drin. Wir können gleich nochmal gucken an der Schmiede. Ist ja auch schon wieder ein paar Folgen her. So, 2 Kohle haben wir hier. Heißt, ich packe hier erstmal nur 1 rein. Obwohl, wir haben so viel. 8. Und hier 4. Dann teilen wir das so auf. Und jetzt müssen wir nochmal schauen, ob wir die Kohlenmeiler nochmal voll machen müssen. Wieder die falsche Taste. So, dann packen wir hier mal. Wie viel haben wir jetzt noch? 12. Packen wir hier mal 11 Kohle rein. Packen wir hier mal noch ein bisschen was rein. Und dann war es das schon. Ich glaube, hatten wir nicht sogar noch einen Silber? Ach, verdammt. Das ist irgendwie doof gemacht. Man müsste, um die Dinger abzunehmen, keine Ahnung, den Bauhammer dazu in der Hand haben oder so. Hä? Achso, Entschuldigung. Jetzt haben wir's. So, lasst mal schauen. Ach, wir haben sogar noch 15 Silber. Tatsache. Das war Zinn, okay.
Ja, krass, da haben wir ja schon 19 Silber zusammen. Das heißt, die nächsten Upgrades sind nicht weit. Wir gucken mal. Wolfsbrustschutz. 15 kostet der jetzt. Und der kostet auch 10 und dafür 2 Wolfszahn. Aber das können wir uns doch schon leisten. Perfekto. Machen wir erstmal... Den würden wir jetzt auf was? Auf die 4 machen. Den haben wir aktuell auf der 3. Dann hätten wir den auf Max-Level. Was war es jetzt alles? 15 Silber. Und 6 Wolfspelz. Haben wir so viel Wolfspelze? Das ist eher die Frage. 2 Wolfspelz. Ganz schlecht. Nee, daran hat es gescheitert. Ist es gescheitert? Und wie sieht das bei dem anderen aus? 4 Stück, 2 Wolfszahn. Haben wir leider beides nicht. Krass. Silber ist genug da. Aber am Wolfspelz scheitert es. So, wir schmeißen jetzt mal kurz das hier raus. Ich hätte auch schlau sein können und das direkt in die Truhe werfen. Oh, guckt mal, 3 Wolfspelz. Hä? Haben wir eine Truhe vergessen gehabt? Anscheinend die allererste. Und sogar noch 9 Silbererz. Ey, perfekt. Und ein Wolfszahn. Und ey, cool. Okay. Gut. Ach. Wir brauchen unbedingt diesen Gürtel. Nee, sehr cool. Dann können wir doch eins upgraden. Nee, wir hatten das nicht vergessen. Ich habe das einfach direkt in die Truhe geworfen, oder? Als wir das letzte Mal... Ich weiß es nicht mehr. Mein Alzheimer, es tut mir leid. Jo, wir haben ganze... Bam, bam. Wir brauchen 4 Stück für das eine Upgrade. Wir brauchen aber 2x Wolfszahn. Ich hoffe, wir haben noch irgendwo einen. Oh ja, wir haben noch genügend. Also 2x Wolfszahn. Und dann brauchen wir noch 15 Silber. Dann werden wir bestimmt gleich überladen sein. Wer hätte es gedacht? Aber dadurch, dass wir die Wand hier aufgemacht haben, ist das nicht mehr so das Problem. So, Upgrade. Wolfsbeinschutz. Bam. Und dann haben wir das jetzt, tada, auch auf der 3. Und erhöhen unseren Rüstungswert auf 69. Geil. Das heißt, die beiden noch upgraden und wir brauchen unbedingt noch eine Drachentrophäe. Dann haben wir es nämlich eigentlich schon geritzt und sind komplett High Level, was unsere Rüstung angeht. Zumindest für den aktuellen Stand. Natürlich kommt da noch das Schwarzmetall, aber trotzdem würde ich einfach mal behaupten, dass wir das echt sehr, sehr schnell gerockt haben. So, das Ding wieder hoch. Das passt alles. Wir hauen den restlichen... Ach, Moment. Wir können jetzt gleich nochmal gucken. Wo ist denn unsere Kohlekiste? Hier unten. 25. Das ist aber echt nicht so die Welt. Dann nehmen wir mal... Was war denn das? War das eine Möwe? Die hier gerade Highspeed-mäßig durch unser schönes Häuschen durchgebrettert. So, wir können mal kurz das Erz wegwerfen. Wir machen jetzt nochmal schnell die Kohlenmeiler voll. Zumindest so voll, wie es geht. Ja, wir hatten noch gar nicht so viel. Jetzt... So, das Erz packen wir noch ganz schnell vorne in die Dings rein. In die Schmelzöfen und dann geht's nochmal zurück. Ins Gebirge. Also, Priorität, Wolfspelze sammeln. War jetzt nicht perfekt aufgeteilt, gebe ich ganz offiziell zu. So, und bam, das noch hier rein. Schon wieder 11, Wahnsinn. Wollen wir nochmal schlafen gehen oder wollen wir nachts im Gebirge rumtigern? Vielleicht kommen nachts mehr Wölfe. Komm, wir probieren das mal nachts. Ausgeruht Skill ist da. Knochenwanst in 2 Minuten. Ich hau mal direkt noch eine Bärenmarmelade hinterher. Also, Wölfe suchen. Mal gucken, die Silberader können wir ja dann gleich abschließen. Nachts im Gebirge. So, jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. So, genau, hier drüben war es. Wir waren fertig damit. Sieht gut aus. Wir können noch mal kurz ein bisschen hier drum herum hacken, aber ich glaube nicht, dass wir hier was übersehen haben. Nö, sieht gut aus. Das heißt, wir holen uns erstmal das Portal zurück. Hat er alles aufgenommen? Sieht gut aus.
Dann gucken wir nochmal ganz fix hier drüben zu der ersten Silberader. Hier liegt halt überall Stein, ne? Aber ich möchte es nicht aufnehmen gerade. So, die haben wir definitiv auch beendet. Also zack, weg damit. Und dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg hier runter. Hier habe ich noch ein Portal markiert. Habe ich das vergessen gehabt? Wir haben ja nur das eine und das habe ich gerade abgebaut. Ich glaube, da stand es als allererstes. Das habe ich einfach nur vergessen wegzunehmen von der Karte. Okay. Gut, dann lasst uns mal hier noch das restliche Gebirge ein bisschen erkunden. Ich sag mal, die Silberader da unten. Wird doch schon wieder was. Die beiden Silberadern können wir erstmal in Ruhe lassen. Das holen wir uns später noch. Ich würde jetzt lieber mit euch erstmal aufs Wolfsjagd gehen, damit wir das erste Rüstungsteil auf die 4 bekommen. Und dann können wir wieder etwas Silber abbauen. Und dann auch noch das zweite Teil auf die 4 zu kriegen. Was rennt denn da drüben rum? Das ist doch ein Gräuling. Was hat denn der sich im Gebirge verirrt? Achso, wir dürfen nicht so weit hier runter, glaube ich. Wir müssen ein bisschen hier oben lang laufen, weil wir sind schon wieder fast im dunklen Wald. Da wollte ich nicht hin. Ach, guten Tag. Ah, ich meinte dich gar nicht. Ich meinte den da hinten. Und dein Homeboy hat keine Lust. Doch, der kommt auch noch. Da haben wir den ersten Wolfspelz. So, wir müssen mal ordentlich blocken. Ich will die jetzt auch mal perfekt blocken. Ah, zu spät. Komm. Bam. Aber er hat trotzdem gerade mal 14 abgezogen, ne? 13,9. Wo ist Fleisch und Wolfspelz? Das macht schon einen Unterschied jetzt, wo wir das beides auf der 3 haben. Da haben wir einen Drachen, komm, und du gönnst mir jetzt einfach mal so geil eine Trophäe. Bam. Den haben wir mal richtig geil getroffen. Wo bist du da unten? Ah, sieht bloß nach einer gefrorenen Drüse aus. Verdammt. Schade. Eine Trophäe noch. Ah, krass, wie wenig Schaden uns die Wölfe jetzt machen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht einfach nicht richtig getroffen hat, aber wenn ich mal überlege. Guck mal, das leuchtet doch da hinten. Aber das ist bloß. Das kann man weder abbauen noch irgendwas damit machen. Zumindest wüsste ich nicht was. Ja, wenn wir einfach mal überlegen, als wir hier das erste Mal auch mit Stufe 4 Eisenrüstung, die ja prinzipiell schon mal echt gut war. Irgendwie cool aus hier vorne, so ein bisschen Assassin's Creed, als würde ich gleich in irgendeinen Strohballen unten springen. Ja, wie viel Schaden uns da so ein Wolf gemacht hat mit einem Biss. Und jetzt 20 Schaden, na gut, können wir trotzdem nur 5 Bisse ab. Aber schon deutlich besser als vorher. So, hier waren wir überall schon. Da haben wir den nächsten Wolf, also ich glaube nachts ist gar nicht so dumm, hierher zu gehen. Guck mal, der ist schön vergiftet. Oh, die Vergiftung hat aber reingepfeffert. Habt ihr das gesehen? Ich will nochmal gut blocken. Nee, hat nicht geklappt. Ist relativ schwer bei den Wölfen, muss ich sagen. Weil die holen halt nicht so wirklich... Ach, verdammt. Nicht so wirklich Anlauf. Klingt eigentlich gerade nach einem Reh. Ja, die sind halt relativ flink von... Animation, ich greife an und Angriff ist wirklich da. Das ist bei den anderen Gegnern ein bisschen leichter. Da sieht man halt, wie die ausholen mit ihrer Waffe oder ihrem Stein oder einfach nur ihren Fäusten. Aber der Wolf ist halt recht flink. Im Moment abzupassen ist etwas schwieriger als bei anderen Gegnern. Also Wolfspelz technisch haben wir schon mal wieder 3 Stück. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Reicht ne? Ah, da oben ist der nächste. Perfekt. Also ich glaube, wir müssen wirklich öfter nachts raus. Macht ja auch Sinn. Wölfe nachts und so weiter. Wo bist du hin? Da ist er. Bam. Der ist da voll paralysiert davon. Eigentlich eine geile Kombi. Twogger Reißzahn und direkt hinrennen. Allerdings kriegen wir von den allen keine Zähne mehr. Brauchen auf jeden Fall auch noch Zähne. Bloß die Pelze allein bringen uns nur bei dem Einrüstungsteil was. Ich höre doch schon wieder einen Wolf jaulen. Muss einer in der Nähe sein? Ah, guck mal, nee, da ist wieder so ein komisches Vieh. Und ein Wolf.
Das komische Vieh macht mir Angst. Obwohl, das ist ja so Werwolf-mäßig so ein bisschen, ne? Feenring. Also es gehört auf jeden Fall irgendwie mit zum Wolf, weil wir haben das letzte Mal auch einen Wolfspelz oder so rausbekommen von dem. Aber irgendwie sind es komische Wölfe. Komm, der ist gleich tot. Schafft's die Vergiftung? Schafft's natürlich nicht. Ein Millimeter Leben noch. So viel Pech musst du haben. Geh weg. Na, ich treffe den nicht. Ach komm, ja, und jetzt ist die Ausdauer leer. Und noch ein Drachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da musste ich jetzt Knochenwanst aktivieren. Da sieht man mal, wie man eigentlich aus einer komplett OP-Situation in die richtige Scheiße reingerät, ne? Bam. Ah Gott, nein, nein. So, wie sieht's aus? 63 Leben. Passt noch. Aber da muss ich auch wieder sagen, da bin ich so verdammt froh, den Knochenwanst zu haben. Das ist mittlerweile echt meine Lieblingsfähigkeit. Auch wenn es halt eine Sekunde dauert mit dem Aktivieren. Aber man weiß halt einfach, dass man sich somit ganz gut aus der Scheiße rausreiten kann. So, nur eine gefrorene Drüse. Ein Wolfspelz, rohes Fleisch, ein Zahn. Rohes Fleisch, Wolfspelz. Und noch ein Zahn. Naja, ist doch geil. 3 Zähne, 6 Pelze. Läuft doch prinzipiell schon mal ganz gut. Wenn jetzt noch eine Drachentrophäe mit rumkommt, wäre ich happy. Hier vorne haben wir noch ein kleines Stück. Ich würde sagen, wir gehen das mal erkunden und dann geht's weiter hier runter. Portal haben wir ja einstecken, also wir können uns ja jederzeit wieder nach Hause teleportieren. Ich will bloß immer mal ein bisschen die Augen offen halten. Ich will nicht ganz so tief hier runter, dass wir hier nicht aus Versehen aus dem Gebirge wieder rauskommen. Müssen mal ganz kurz Ausdauer regenerieren. Was wir auf jeden Fall auch nicht vergessen dürfen, wir müssen auch immer mal wieder ab und zu mal durch Grasland und dunklen Wald streifen. Ist schon wieder so eine. Um halt einfach ein paar Pilze, Himbeeren und den ganzen Quatsch zu sammeln. Weil die Bärenmarmelade und alles, was wir verbrauchen, füllt sich nicht von alleine wieder auf. Ach komm schon. Also irgendwie ist der relativ easy. Der hält zwar viel aus. Also wirklich intelligent ist der nicht. Komm, Vergiftung. Ach wieder. Was haben wir denn jedes Mal für ein Pech? Bam. Entschuldigung, der Pfeil war verschenkt. So, was hast du Schönes für mich? Ein Wolfszahn. Nicht mal ein Pelz oder irgendwas. Nö, naja gut. So, Tag 379 mittlerweile. Und ich muss sagen, es macht immer noch Laune wie an Tag 1. Es ist bei der Liste meiner Lieblingsspiele definitiv sehr, sehr weit nach oben gerückt. Wenn nicht sogar mittlerweile ganz oben. Oh, shit. Geil, perfekt geblockt. Bam, braucht man nur noch einen Schlag. Und weg ist das Viech. Ein Wolfspelz, ein Wolfszahn. Es läuft echt gut, also wir müssen öfter nachts ins Gebirge. Entweder lag es jetzt wirklich daran, dass wir Nacht hatten oder wir hatten einfach nur verdammt viel Luck. Aber ich denke schon, es hatte was mit der Tageszeit zu tun. Guck mal, da ist der nächste. Bam. One-Hit. Geil. Und zack, der nächste Pelz. Ach, das läuft doch wie geschmiert. Brauchen bloß noch unbedingt so eine Drachentrophäe. Und natürlich noch ein Drachenei. Das wäre mal mega, mega wichtig. So, Gebirge ist hier unten zu Ende. Ich fände es irgendwie cool, wenn es Schneetrolle geben würde. Ah, da ist doch schön der nächste. Hallo, Wolfi. Bam. Stellt euch mal vor, so ein eingeeister oder angezogener, so mit Pelz um sich herum. Ein Wolfspelz bekleideter Troll, der hier rumrennt. Fände ich irgendwie witzig. Naja, wir machen an der Stelle jetzt erstmal Schluss mit der Folge. Ich freue mich einfach drauf, auch nächste Folge wieder, wie diese schon, ein bisschen entspannt durchs Gebirge gehen. Ein paar Sachen sammeln. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht nach den ganzen letzten Folgen. Ja, doch
leicht anstrengend und ein bisschen nervig waren. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.